spritzen darf, ohne dass diese Pflanze dadurch abgetötet wird. Eine alte Geschichte. Vielleicht erinnern sich die, die Agrarwissenschaften studiert haben, dass in den 80er Jahren Sibagaigi mal festgestellt hat, dass übermäßiger Einsatz von Pestiziden die Pflanzen krank machen kann. So haben sie befürchtet, dass dadurch die Bauern nicht mehr so viel Pestiziden spritzen würden. So wäre es doch sinnvoll, eine herbizidtolerante Pflanze zu produzieren. Die Bauern haben es in Brasilien erwartet, vielleicht würde man eine unkrautresistente Pflanze entwickeln. Aber bevor man zu dieser Entscheidung kommt, was macht eigentlich Sinn für den Bauern, entscheidet man, wie kann man dadurch profitieren, denn da wird ja sehr viel Geld hineingesteckt und das muss man wieder zurückhaben. Da man in 4 Pflanzen investiert, in denen man diese Technik heute einführen kann, Pflanze, Baumwolle, Raps und Soja, das sind die 4 am meisten verkauften Pflanzen dieser Welt, da kann man das Geld ganz schnell zurück. So, das ist die Entscheidung. Man hat hier eine herbizidresistente Pflanze entwickelt, die es konkret für den Bauer ermöglicht, hier ein bestimmtes Giftstoff, auch wenn er als gut gesprochen wird, hier drauf zu spritzen, sodass die Unkräuter herum abgetötet werden, fast alle, und die Soja dann ganz einfach stehen bleibt und sich weiterentwickelt. Aber wichtig zu sagen, alle Unkräuter, die nochmal wachsen, müssen dann nochmal abgetötet werden. Nicht wie bei anderen Herbiziden, in der man seit 20 Jahren eine Tendenz hat, zu bestimmen, welche Unkräuter eigentlich betroffen werden, hat man hier ein Totalherbizid. Und ein Totalherbizid bedeutet, dass man nicht nur eigentlich, was man als Unkräuter bezeichnet, hier abtötet, sondern auch Nutzpflanzen. Und wir haben eine biologische Vielfalt hier, so dass Käfer, die vorher sich bei bestimmte Unkräuter aufgehalten haben, jetzt auf die Idee kommen, Soja zu fressen. Nicht, weil es ihnen jetzt besser schmeckt, sondern weil sie keine andere mehr haben. So produzieren sie ja durch die Gentechnik neue technische Probleme. Das haben wir jetzt festzustellen. Die Bauern haben mit neuen Problemen zu tun, mit denen sie hier überhaupt keine Lösung finden können. Denn hier haben sie nur die Chance, ein bestimmtes Spritzmittel zu verwenden. Das ist eigentlich, was passiert wurde. Wie hat man das dann geschafft? Ich habe schon gesagt, vorher, Monsanto ist dieser Betrieb, nicht unbekannt, 80% schon seit 1999 des genveränderten, oder was ich als transgenem Saatgut bezeichne, auf der Welt besitzt. Großspender von Bush, auch im Irak zuständig, wo die Bauern gezwungen werden, die Sorten aus den USA zu verwenden und nicht mehr die eigenen. Also ich kann nicht an dem Versprechen glauben, dass Monsanto in Brasilien im Sinne der Bauern hat. Auch nicht, dass in ihrem Interesse es stehen würde, den Hunger zu bekommen. Sie hoffen eher auf eine Zunahme des Hungers. Denn es ist eine Machtfrage. In diesem Kontext hat Monsanto eine Strategie entwickelt. Die können wir hier mal anschauen, ob es vielleicht nicht in Europa auch so kommt. Das ist jetzt die Strategie in Lateinamerika. Die ist klar anders gewesen. Aber vielleicht gibt es da etwas Ähnliches. Zunächst wurden die Bauern an Herbizid, an Unkrautvernichtungsmittel gewöhnt. Wie wurden sie gewöhnt? Glyphosat wurde eingesetzt, um direkt aussehen zu können. Man hat eine Art Aussaat entwickelt, die die Indianer schon kannten, nur jetzt mit Einsatz von Gift. Das ist das Neue. Und ohne Fruchtfolge, das hatten die Indianer auch schon. Jetzt hat man eine Art des Aussaats entwickelt, in der man Glyphosat auf die Unkräuter spritzt und dann direkt drauf säen kann. Das bedeutet weniger Erosion und Auslaufen des Bodens, da man mehr Stroh da hat. Und das bedeutet auch weniger Einsatz von Maschinen, das ist eigentlich billiger. Also seit Anfang der 90er Jahre kennen brasilianische Bauern schon Roundup. Danach hat die brasilianische Regierung zunehmend aufgehört, die staatliche Forschung zu finanzieren, sodass zunehmend Unis und Forschungsinstituten abhängig wurden von Geldern der Konzerne. Aber so schlimm,
dass schon die Auswahl der Forscher davon abhängt, wie viel Anziehung an Investitionen sie ermöglichen können. Sodass die Menschen schon im Aufbaustudium oder vorher entscheiden, was sie forschen, um einen Arbeitsplatz davon zu bekommen. Denn in diesen Instituten hat man keine Chance, kritisch in Gentechnik zu forschen. Denn die meisten Verträge wurden schon abgeschlossen. Und in dieser Regierung hat man es noch geschafft, alle Machtpositionen so zu gestalten, dass irgendein Kritiker, der noch da war, keine Machtposition mehr hat. Denn jetzt ist eine andere Strategie im Gang. Zuzulassen und die eigene Sorte gentechnisch zu modifizieren, sodass die Bauern die originellen Sorten kaufen sollen, die dann viel teurer sind. 88 Cent von einem Real, die brasilianische Währung heißt Real, 1 Euro gilt 2,5 Reais, 88 Cent von einem Real pro Kilo, nur als Lizenzgebühr. Aber das andere kommt noch dazu, was immer der Preis war. 35,20 Reais für einen Sack 40 Kilo als Saatgut. Dann rechnen die Bauern und sehen, dass es doch billiger ist, wenn sie über die Produktion zahlen, die sogenannte Strafe von 2%, als wenn sie diese originalen Sorten nennen. Ganz einfach deswegen, weil wenn der Bauer dieses Saatgut kauft, dann hat er ja schon gezahlt, wie viel Kosten er pro Hektar hat, egal wie viel er produziert. So sind die Bauern mit geringeren Erträgen und mit dieser ganzen Risiken der Dürre und alles, was da immer passiert, gar nicht so hoffen gar nicht so darauf, dass sie so viel pro Hektar produzieren, sondern sie, egal wie viel sie produzieren, 2% über die Produktion am Ende zahlen. Das hat dazu geführt, dass das Saatgut auf dem Markt nach der Zulassung 2005 übrig geblieben ist und die Regierung dafür sorgt, dass das wieder angewendet wird. Das Programm heißt Trocker-Trocker, Tausch also. Die Regierung bietet die Möglichkeit an, originelles Gensoja gegen eingeschmuggeltes Gensoja zu tauschen. Sie hätte auch herkömmliches Soja anbieten können, das war aber eine politische Entscheidung. Sie bietet die originelle Sorte von Monsanto an, mit der Begründung, dass eingeschmuggelte Sorten nicht im Norden gedeihen, das war ja das Problem bisher, nur im Süden, und zweitens, dass da bestimmte Krankheiten eingeschleppt werden können. Auch drittes Argument ist, dass Schmuggel ja auch verboten sein soll. Also drei Begründungen. Strategie geht weiter. Wir haben hier Wissenschaftler und Politiker auf der Seite Monsantos zunehmen. Die Methode werde ich hier dann nicht beschreiben, ich glaube, die sind weltweit bekannt. Zunächst möchte ich sagen, dass Wissenschaftler auch keine Götter sind. Sie wollen auch ein schönes Haus, ein schönes Auto und vieles, was andere Menschen sich wünschen, und sind dann auch hier einflussbar. Wenn Monsanto ganz einfach sagt, wir zahlen das Doppelte oder das Dreifache, wenn er die Seite wechselt und hat dann noch die Chance, in den Medien zu sein, hat man noch die Chance, zunehmend in Labors investiert zu haben. Ganz einfach, weil Monsanto auch so rechnet. Einen Kritiker, der gut ist, auf seine Seite zu bringen, bedeutet ja auch was Doppeltes. Einer weniger gegen und einer mehr dafür. Und ein Kompetenter dafür, der gerade die andere Seite kennt. So kann er es sich leisten, dreimal mehr zu zahlen, und viele Wissenschaftler nehmen das dann auch an. Nehmen Sie es nicht an, dann kommen meistens die Bedrohungen und anderen Sachen, die dann auch noch anwendbar sind. Das hier vielleicht ist in Deutschland ganz bekannt. Monsanto geht ja nicht direkt zu den Bauern. Es kommen Beratungsunternehmen, die meistens lokal organisiert sind und bestehen darauf, sie sind völlig unabhängig. Riesige Werbungskampagnen werden durchgeführt. Ich hatte noch die schlimme Erfahrung, als ich mit der Doktorarbeit fertig war. Dann habe ich noch das Buch hier herausgegeben, die Saat des Bösen, das war Anfang Oktober. Dann bin ich nach Brasilien gereist und dann war ich eine Wartezeit am Flughafen. Da gab es so Geräte, wo man diese Handys aufladen kann. Und gerade da lief ein Video von Monsanto. 2 Stunden lang, wie die Welt schön aussieht, wenn man nur mehr Glyphosat spritzt. Es wird alles besser. Das ist mein merkwürdiges Spritzmittel. Das macht die Welt besser. Imagine heißt diese Werbung, die wurde auch verboten in Brasilien, weil sie nicht beweisen konnte, dass die Welt besser wird, weil man jetzt immer mehr Glyphosat spritzt. Ist ja nicht so einfach. Die wollten auch keine Studien da bringen. Das ist ja das Problem. Die wollen das nie beweisen. Und dann konnten sie sich nicht so einfach in
Öffentlichkeit bringen, aber täglich in den Fernsehprogrammen, inzwischen der Novellas und so weiter, Werbung von Monsanto. Und nur einseitig. Nur, dass es das Beste ist, was es hat. Und dann hat man das geschafft, was in Brasilien als Situation de facto bezeichnet wird. Jetzt ist es vorbei, jetzt kann man nichts mehr machen, jetzt geben sie mir recht, aber da kann man nichts mehr tun. Ich habe mal Uno Blanda kennengelernt, in Magdeburg. Die sagen, dass sie völlig unabhängig sind. Aber bei den Berichten konnte man doch noch sehen, dass manchmal die Marken Monsanto, Syngenta, Bayer doch drauf waren, also völlig unabhängig, trotzdem finanziert von den Konzernen. Und da habe ich das auch in anderen Erfahrungen im Münsterland gesehen, da gab es auch einen anderen Betrieb, die haben deutlich gesagt, wir sind eine Genossenschaft, wir haben mit Monsanto nichts zu tun, aber die Sorte war doch Mon 810. So unabhängig ist das Ganze. Das kommt doch raus. Und ist so rausgekommen, dass die Feldforschungen, also diese ganzen Feldversuche schon länger stattgefunden haben, ohne dass die Öffentlichkeit davon wusste. Ganz schlimm. Bei uns genauso. De facto ist das, was am Ende die Wissenschaft besiegt hat, auch wenn zugegeben wird, dass die Ergebnisse nicht stimmen. Also die Macht besiegt die Vernunft. Günstige Angebote, das hatten wir schon beim Drogenhandel in Brasilien. Am Anfang ist alles billig. Und gesetzliche Rahmenbedingungen werden einfach erzwungen. Und wir haben immer noch das Potenzial, gentechnisch frei zu produzieren. Ganz einfach, weil die originalen Sorten im Norden und im Zentrum Brasiliens und im Westen, wo es ja zunimmt, mit der Sojaproduktion, da haben wir keine Sorten, die da gedeihen, aus Argentinien. Die aus Argentinien kann man nur in Südbrasilien anbauen. Und in Südbrasilien haben wir dann in Rio Grande do Sul 95% Gensoja. Aber dann weltweit zu berichten, dass das die Realität Brasiliens sei, ist völlig falsch. Und da wir immer noch keine Sorte haben, die in ganz Brasilien angebaut werden kann oder die im Norden auch noch nicht so herbizidresistent gemacht sind und im Süden schon die negativen Auswirkungen kommen, weiß ich nicht, ob das so einfach weitergehen kann. Da in Paraguay eine ganz andere Entwicklung stattfindet. Die Großbauern sogar schon nicht mehr Gensoja anbauen wollen, weil die Probleme, die auftauchen, viel größer sind. So haben wir doch Widerstand, Möglichkeit, auch wenn alles gesetzlich oder strategisch hier durch ist. Jetzt komme ich auf die entscheidende Frage, die ich ja vorhergestellt habe. Warum machen die Bauern das? Am Anfang hatten sie 25% weniger Herbizideinsatz aufgrund des einmaligen Einsatzes von Maschinen, auch wichtig. Einmal gespritzt, ein Totalherbizid, nicht mehr verschiedene Sorten und dieses Herbizid war auch billig. In den USA hat man bis von 35% berichtet. In Brasilien hatten wir im Durchschnitt 20% Einsparung in den ersten Jahren, wichtig zu sagen. Nach den 5 Jahren Erfahrung geht es dann anders, so wie wir es in der Biologie kennen. Wenn wir nur mehr Einspritzmittel benutzen, dann haben wir eine Resistenz verursacht. Und zunehmend werden die Unkräuter nicht mehr abgetötet und auch nicht die Soja. Und dann ist die Soja selbst noch ein Unkraut geworden, wenn man im nächsten Jahr Mais anbaut. Denn die wird ja nicht mehr durch den Versatz zerstört. Da haben wir ein Unkraut mehr. Wichtig ist in diesem Kontext, dass der Preis von Glyphosat billiger war, dass es unkomplizierter war bei der Unkrautbekämpfung, denn die vorherigen Herbiziden, die haben nicht mehr getaugt. Man kann das ganz einfach sagen, nach vielen Jahren und Einsatzes desselben Herbizides haben viele Herbiziden keine Unkräuter mehr bekämpft, so wie die Bauern es sich vorgestellt haben. Das war dann auch noch teurer und Unkrautbekämpfung ist dann für viele Großbauern ein Problem. Für die Kleinbauern war das nicht das entscheidende Problem. In Brasilien war noch immer der Ruf, der Bauer, der viel Unkraut hat, ist der faule Bauer. Und hier sind gerade die faulen Bauern mal belohnt worden, denn sie haben durch den Einsatz von Glyphosat die Möglichkeit, ihre Ländereien sauber zu halten, wenigstens in 5 Jahren. Danach sagen sie, das Land ist sowieso nicht unser, dann reden wir wohl wieder weiter. Der Kleinbauer hat nicht so einfach diese Entscheidung irgendwo anders. Das ist schon mal wichtig.
Wirkung des totalen Bezirks habe ich schon gesagt, und das ist ja entscheidend für die Großbauern, geringerer Einsatz von Arbeitskräften, man geht davon aus, 200 Hektar heute mit Soja in einem Mensch. Das ist so die Vorstellung, hätten wir vier Familien von Kleinbauern, die mit 50 Hektar maximal bewirtschaften, die aufgeben müssen, mindestens. Und dann freuen sich die Großbauern. Das hat zu einer Zunahme der Sojaanbaufläche in Brasilien geführt. Wir haben zurzeit 18 Millionen Hektar mit Soja. Die Regierung plant bis zum Jahr 2020, obwohl sie da ja nicht mehr Regierung ist, glaube ich nicht, 90 Millionen Hektar mit Soja anzubauen. Die Rechnung basiert auf die Zahlen, die ich vorher hatte. Wir haben 80 Millionen Hektar, die brach liegen. Die Großgrundbesitzer könnten jetzt alles mit Soja anbauen, weil sie nicht mehr enteignen. Und sie können dann noch weiter in die anderen Regionen Brasiliens ziehen. Diese anderen Regionen Brasiliens, merkwürdig, die eine riesige Vielfalt haben, die man nicht ökonomisch gesehen, sage ich mal, noch nicht mal das, für Sojaplantagen nutzen soll. Alles, was grün ist, ist jetzt heute Raum, wo Soja ist, nicht? Ich wollte jetzt nicht sagen, alles, was grün ist, ist Soja, sondern wo es grün ist, gibt es schon Soja. Es gibt aber Städte inzwischen. Und eine Entwicklung, die vom Osten nach Westen geht, denn hier sind die meisten Häfen, auch hier Bolivien an der Seite, Argentinien, Paraguay, es geht also nach Westen, wo man sagt, hier ist es kostenlos, das Land kostet nichts, man braucht es nur entwalten. Also diese 90 Millionen Hektar bis zum Jahr 2020 würden so eine Größe wie Großbritannien an Savannen und Urwald zerstören. Und hier haben wir dann noch diese Infrastrukturprojekte, die manchmal sogar mit Geldern der deutschen Entwicklungspolitik finanziert werden, habe ich mal mit dem Bundeskanzler Schröder auf einem Podium diskutiert. Denn hier sollen Wasserstraßen gebaut werden, dass es einfacher wird, vom Westen zum Osten die Soja zu transportieren und das vielleicht die Austrocknung des berühmten Gebietes Pantanal bedeuten. Nur damit es einfacher wird, die Soja zum Hafen zu bringen und vom Hafen nach Europa, damit es hier billiger ist, Fleisch zu bringen. Nach dem BSE-Skandal insgesamt. Jetzt komme ich auf die erste große Argumentation. Ich habe schon vorher gesagt, bei der Soja hat man nichts geändert, dass sie ertragreicher wird. Trotzdem wird es berichtet. Und hier nochmal ein kleines Kommentar. Vielleicht im Mittelalter hat man gesagt, das steht in der Bibel und die Menschen mussten es glauben. Heute sagt man, es gibt Wissenschaftler und die Statistik. Und da muss man glauben. Aber wie man zur Statistik kommt, wird nie gesagt. Also hier kann man eine Statistik ganz einfach erfinden, wie man ertragreichere Gensoja darstellen kann. Ich mache es mal hier als Probe. Wir stellen uns vor, wir haben hier ein Gebiet mit einem kleines Feld mit Gensoja und nebendran ein kleines Feld mit herkömmlicher Soja. Nur um auszuprobieren, wo es jetzt am ertragreichste ist. Bei der Gensoja können wir Roundup drauf spritzen und die Unkräuter herumgehen, fast alle abgetötet in den ersten Jahren und auch in diesem Feld. Bei dem herkömmlichen haben wir das Problem, dass wir da nicht Roundup drauf spritzen können, weil wenn wir das tun, dann haben wir auch das Problem, dass die Soja nicht mehr da ist. So müssen wir die anderen Herbizide hier verwenden, die wir ja schon wissen, dass sie nicht mehr funktionieren. Dann spritzen wir diese Herbizide hier drauf und dann haben wir ein schönes Ergebnis. Wo ist der höchste Ertrag? Bei der Gensoja. Das sind die Berichte, die weltweit als wissenschaftlich dargestellt werden. Und die Medien unterstützt, also in allen Medien der Welt drinsteht. Fast, in den größten Medien. Trotzdem gibt es ja noch kritische Medien, die auch anders berichten werden. Wir haben eine andere Art des Versuchs gemacht. Wir können ja da, wo Gensoja steht, mal alles raushacken. Kann man doch. Wir hacken Unkräuter raus. Und hier, wo die chemische Soja stehen, hacken wir auch alles aus. Da haben wir dieselbe Methode. Und für mich ist das wissenschaftlich. Man muss es ja vergleichen. Aber mit Anwendung einer selben Methode und derselben Bedingungen.
da haben wir ein schönes Ergebnis. Weltweit haben wir keine Verbesserung der Produktivität des Ertrags. Die Energie der Pflanze wird auf die Herbizidresistenz konzentriert, so dass wir bei herkömmlichen Bohnen 5-10% mehr Ertrag haben als bei der Gensoja. Also Gensoja sind nicht ertragreicher, sie produzieren weniger pro Hektar als herkömmliche. Um das jetzt mal in den USA seit 96 gemessen, alle möglichen Sorten, nochmal die produktivsten Sorten. Monsanto hat das dann abzurufen. Es gibt keinen höheren Ertrag, außer wenn der Bauer eine Unkrautbekämpfung haben muss, sagen sie dann, haben muss, weil er ja gerade durch den Einsatz der Chemie eine Resistenzbildung geschafft hat. Und jetzt wird ihm empfohlen, einen Stoff zu benutzen, wo man es erwarten kann, dass dasselbe passiert. Und jeder Bauer hat doch die Erfahrung gemacht. Und das ist jetzt nach 5 Jahren ganz klar. Hier ist auch die Frage der steigenden Produktivität Brasiliens ohne Gensoja. Und wir gehen